Im alten Preußen gab es das Dreiklassenwahlrecht. Da hing es ganz von der wirtschaftlichen Leistung, von den Steuern von jedem ab, wie viel seine Stimme wert ist. Jetzt kommen wir wieder in ein neues Dreiklassensystem. Warum? Mit den neuen Corona-Regeln, die heute verabschiedet worden sind. Die erste Klasse, das sind die Geimpften. Die sind etwas freier als die anderen. Zu denen gehören dann temporär, immer nur für eine kurze Zeit, die Genesenen, die dann diesen Status bald wieder los sind. Und dann gibt es die Ungeimpften und die unterteilen sich auch wieder in zwei Klassen neuerdings. Die Ungeimpften, die das nötige Kleingeld haben, um sich regelmäßig testen zu lassen, die können dann wenigstens so viel am normalen sozialen Leben wieder teilnehmen wie die Geimpften. Und dann diejenigen Ungeimpften, die es sich nicht leisten können, regelmäßig Tests zu machen, die ab Anfang Oktober bis zu 20 Euro pro Test kosten sollen. Jetzt rechnen wir mal um. Wenn ich ins Fitnessstudio will, wenn ich ins Restaurant will, wenn ich ins Theater will, wenn ich ins Museum will, wenn ich mich als normaler Mensch fühlen will, der ganz normal sein Grundrecht auf eine normale Entfaltung wahrnimmt, dann muss ich mich im Monat 28 bis 31 Mal, also nehmen wir im Schnitt 30 Mal testen lassen, 30 mal 20, das sind immerhin 600 Euro. Und die meisten können das nicht einfach so aus der Portokasse bezahlen. Für einen Test, der nach Ansicht von Dr. Paul Brandenburg, dem Mediziner, unsinnig ist, der sagt, der ist gar nicht aussagekräftig, so ist seine Ansicht. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht beurteilen. Ich halte dieses neue System für höchst fragwürdig. Wir haben das ja jetzt schon, aber im Moment sind die Tests einfach noch kostenlos. Und Dr. Brandenburg hat das ja im Gespräch mit mir schon gesagt, dass der Lockdown auch ein sozialer ist, während die oberen 10.000 oder die halbwegs Betuchten sich zu Hause die Pizza liefern ließen, waren diejenigen, die wenig Geld haben, damit beschäftigt, ihnen diese Pizza nach Hause zu liefern als Mitarbeiter vom Pizzaservice. Und begründet wurde das heute auch wieder damit, ja, man will dem Pflegepersonal nicht das zumuten, was man ihm letztes Jahr zugemutet hat. Jahrelang hat man dem Pflegepersonal massive Überlastung zugemutet. Da interessierte es niemand. Man braucht nur mal zurückschauen, Zeitungsartikel von vor 2 Jahren lesen, von vor 3 Jahren. Da war es egal. Und jetzt begründet man eine massive Einschränkung von Grundrechten, eine massive Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Das begründet man jetzt einfach schnell mal damit. Es könnte ja zu einer Überlastung kommen. Also ich halte das für Hanebüchen. Es zeigt, wie sehr sich diese Regierung daran gewöhnt hat, dass sie einfach mal die Grundrechte einschränkt, weil sie lustig ist, weil sie sagt, ja, es könnte ja irgendetwas passieren. Was kommt denn dann als nächstes? Dann müssten wir ja eigentlich auch den Autoverkehr, müssten wir dann verbieten, weil da kann ja auch etwas passieren. Warum ist dann das Rauchen nicht verboten? Warum ist Reklame für ungesunde Ernährung nicht verboten? Nein, ich will nicht in den Relativismus jetzt, ins Relativieren gehen. Darum geht es mir nicht. Nur wenn man sagt, das ist eine abstrakte Gefahr, und das sagt man ja, diese Antwort des Gesundheitsministeriums auf die Antwort von, auf die Anfrage von Kubicki, dem Bundestagsvizepräsidenten von der FDP, da hieß es ja, es könne ein Szenario nicht ausgeschlossen werden, in dem es zu einer Überlastung kommt. Und nur wenn ich ein Szenario nicht ausschließen kann, deswegen Grundrechte massiv einzuschränken, das halte ich für fatal und für einer Demokratie unwürdig. Und wie sich diese Regierung verhält, das ist in meinen Augen auch einer Demokratie unwürdig. Ja, das war's für heute. Nur ganz kurz, ich habe es ja bereits erzählt, ich bin im Moment aufgrund einiger Veränderungen ziemlich im Stress. Werde später dann einmal ausführlich erklären, worum es geht. Im Moment kann ich das aus bestimmten Gründen noch nicht, aber jetzt im Moment etwas weniger aktiv. War heute auch nicht in der Bundespressekonferenz, habe online eine Frage gestellt und den Mitschnitt der gesamten Bundespressekonferenz, den ich wieder eingekauft habe von RTL, den werden Sie in Kürze hier sehen. Diesmal dann ohne meinen Senf dazu. Also anschauen, bleiben Sie da. Abonnieren Sie den Kanal, abonnieren Sie den Ersatzkanal der Unterstützer auf reitschuster-lehrzeichen.de. Schauen Sie auf die Seite, bleiben Sie dabei. Alles Gute, danke, ciao.
Backstage.de. Und Backstage haben wir heute wieder nicht, kein anständiges, keinen richtig schönen Fehler gemacht. Und Witz fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, weil das Leben so voller unerträglicher und tragikomischer Witze ist, dass man sich einfach schwer tut, das zu übertreffen mit irgendeiner humorvollen Geschichte. Ich verspreche mir, beim nächsten Mal bereite ich mich wieder besser vor und dann wird es auch wieder einen Witz im Backstage geben. Ansonsten nehmen Sie einfach mich als gespielten Witz. Alles Gute, danke, ciao.